So, das habe ich auch in deiner Kiste gefunden. Jo, was ist denn das hier? Das stinkt normales Luftprüfgerät. Da kannst du deine Autoreifen mit messen, dann zeigt er dir, wie viel Druck da drauf ist. Da kannst du ein Ausgangsgefäß mit messen, kannst du ein Fahrradreifen mit messen. Ach so, ich halte es einfach am Kannst ans Ventil. Ventil und dann sagt er dir hier, wie viel Luft du da drauf hast, wie viel Druck. Ach so, und das benutzt du dann Das für unten in der Heizung. für Ausgehungsgefäße benutze ich das immer. Da muss man den Druck hier anpassen, weil die immer mit dem Überdruck ausgeliefert werden. Und wenn man jetzt eine Anlage hat mit Fahren mit 2 bar oder mit 1,5 bar Druck, Ja. dann lässt du ja bei dem Ausgehungsgefäß, wenn das auch 1,5 bar hat, ungefähr ein halbes bar ab. So, Milchmädchen rechnungsmäßig, dann damit das Wasser dann in diesem Ausgehungsgefäß auch die Möglichkeit hat, überhaupt zu arbeiten. Okay. Weil mit ansteigender Temperatur dehnt sich ja Wasser aus und das Ausgehungsgefäß ist ja dafür da, um diese Ausdehnung aufzufangen. Ja. Nichts anderes ist. Und deswegen prüfen wir hiermit den Vordruck und stellen den passenden an. So, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das wäre was hier für Strom gewesen oder Ja, du bist auch Strom. sowas. So ein Ding teuer? Nee, das würde kosten Scheiß, keine Ahnung, nicht mal 10 Euro, weiß ich Ach nicht. so. Ja. Einfaches Gerät. Genau. Alles klar, das war's. Danke. Tschüss. Ciao.